Scheiße, hab ich dir wehgetan? Alles gut? Hallo und herzlich willkommen am Mittwoch zu den Fun Facts. Falls du überhaupt gar keine Ahnung hast, worum es gerade geht, solltest du hier vorne wahrscheinlich erstmal den Hauptfilm gucken und herausfinden, warum hässliche Hemden die Menschheit bedrohen. Meine Hackfresse gehört zu dem Namen Chan und ich würde sagen 3, 2, 1, Fun Facts. Dann taucht auf einmal Optimus Prime auf und prügelt die Scheiße aus Jesus raus. Fun Fact. Direkt am Anfang eine Andeutung auf den Apple War von letzter Woche. Der Fluch des Blair. Oh Mann, ich war schon wieder nicht dabei. Alter, das war ein Massaker. Bruder vor Luder. Ja, jetzt mach's an, ja? Jetzt mach's an. Das Ding ist, ich musste gerade den Aufnahmeknopf suchen. Das ist natürlich peinlich, wenn man den Aufnahmeknopf bei der Kamera sucht. Aber der ist ja an der Seite. Ja, klar. Immer ausreden. Das ist vom Kameramann hier, ja? Die Schuhe von Apo Red sollten wir bis zum Ende des Monats alle durch Birkenstocks ersetzt haben. Verdammt! Mehr Anspielungen auf letzte Filme und YouTube an sich. Damit wäre die Operation der Opa im vollen Gange. Sehr gut. Tut mir leid, ich habe einen Fischsalat gegessen, der war abgelaufen und ich muss jetzt dringend... Scheiße. Tut mir leid, ich habe Nudellachs. Verdammt! Fischsalat? Schlecht? Ey, wie kommt man denn bitte auf so eine Sache? Normalerweise sollte an dem Tag André noch mitdrehen, der konnte aber nicht. Und warum? Genau. Aus diesem Grund. Sorry, ich habe einen Fischsalat gegessen, der war schlecht und jetzt muss ich in die Klinik mir den Magen auspumpen lassen. Ciao! Wasser mit Stücken. Im Drehbuch stand zwar Wasser, aber Malzbier, Brause, Rasierschaum und Zahnpasta sind einfach ein bisschen überzeugender. Für Krimi extra einen netten Cocktail. Ich habe leider nicht mehr viel Rasierschaum, sehe ich gerade. Also scheiß Reiserasierschaum mehr. Ach, alles schon wieder leer. Ist doch schade. Sieht aber gut aus. So, das ist jetzt unser netter Alien-Cocktail. Nur Mutti macht's besser. Noch Schokoraspeln drauf. Ja, wovon sich Aliens halt ernähren, ne? Sieht doch lecker aus. Ja, jetzt kommt da noch die Brausesprossel drauf und dann ist das doch toll. Geil. Ich will einfach ein Selfie machen. Oh Gott, sehe ich scheiße aus. Alter Falter. Ja, und das Hemd ist auch das. Sorry. Oh ja, unbedingt. Gib mir und du auch einen Schluck. Hast du nicht Strohhalm? Normalerweise hatte der Film 3 Seiten Skript. Von denen haben wir aber nur 2 Seiten verfilmen können. Das lag einfach daran, weil Tommy und Tenz dringend weg mussten. Außerdem wurde bei wie fast jedem professionellen Dreh irgendwann der Akku schwach. Aber das ist ja auch kein Problem, weil die eine Seite, die wir noch geschrieben haben, benutzen wir einfach für den nächsten Film. Wasser? Das kann er sicher. Schön sauber gemacht. Ein dressiger Makroobjektiv. Jetzt kann ich Tommy auch total unscharf stellen. Oh nein! Nicht die unscharfe Tommy! Ja, bist unscharf! Die Legenden sind wahr! Genau! Hau weg die Scheiße! Fun Fact! Wegen dem ganzen Hawaii-Hemd haben wir auch einen Moment an Cocktails gedacht. Aber dann wären wir die ganze Zeit besoffen am Set gewesen. Und das wäre wahrscheinlich nicht ganz so produktiv geworden. Oh yeah! Bau! Machst du so? Genau so. Verdammt! Ja, das ist der FNAF-Soundeffekt für Jumpscares. Wir sind dieses Wochenende auf der Nippon Con in Bremen. Dort geben wir wie immer Unterschriften und machen Fotos mit euch. Kostenlos! Es sollen ja tatsächlich Gerüchte rumgehen, die behaupten, dass wir für unsere Unterschriften und Fotos Geld verlangen. Aber ich bin der absolut festen Ansicht, dass ein YouTuber, der bekannt geworden ist durch seine Fans und jetzt für Unterschriften und Fotos Geld verlangt, einfach mal links und rechts einen in die Fresse bekommen sollte. Ich weiß, vielleicht geht das ja nur mir so, aber ich würde sagen, von Fans für Fans. Außerdem, wenn ihr uns dort seht, könnt ihr ja mal gerne nach einem Schluck Wasser fragen. Warum haben die alle so hässliche Hemden an? Fun Fact. Alles hat mit diesem Hemd angefangen. Es war so hässlich, dass wir uns dachten, Aliens tragen doch nur so etwas. Und dann haben wir die wahre Geschichte über hässliche Hemden erzählt. 100% wahr. Alter, was geht denn heute ab? Was wollen die von mir? Hi. Hi. So, wenn alle ganz nah gehen. So dieses... Genau, das schmeißt man dann so in die Kamera. 1, 2. Wenn du auch denkst, dass hässliche Hemden Aliens aus einer anderen Galaxie sind, dann gib diesem Video auch gerne mal einen Daumen nach oben. Und vergiss nicht zu abonnieren. Und wisst ihr, was genauso unglaublich ist wie hässliche Hemden? Unglaubliche Meerschweinchen-Fakten. Falls ihr nämlich den Hauptfilm schon geguckt habt, dann könnt ihr das gerne mal nachholen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ihr bleibt weiterhin so schön nerdig, wie ihr seid. Und bis dann.